Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Ausgabe der CESI Talks. Mein Name ist Matthäus Pandrewski, ich komme von der Jugendorganisation der CESI, also der CESI Youth. Wir versuchen, die Interessen unserer jungen Mitglieder in Fokus zu bringen und deren Interessen auch auf die europäische Ebene zu verlagern, um dort junge Arbeitnehmer zu vertreten. Heute mit mir bei unseren CESI Talks ist der EU-Parlamentsabgeordnete Damian Böselager. Herr Böselager ist im EU-Parlament und ist dort für die Volt-Partei und auch Mitglied im Ausschuss für die konstitutionellen Fragen. Damian war tatsächlich schon im März, April mit uns in einem Interview und hatte damals schon über den Wiederaufbau und Resilienzplan der EU-Kommission gesprochen, weil er dort Schattenberichterstatter war. Und das Projekt, das wir durchführen, ist das sogenannte WEEP, also We European Parliament. Und wir möchten unseren Mitgliedern und EU-Bürgern im Endeffekt einfach die Arbeit der EU-Institutionen, aber vor allen Dingen auch der EU-Abgeordneten einfach näher bringen und mit den Bürgern auch diskutieren, was gerade ihnen am Herzen liegt und was für Antworten das EU-Parlament und Abgeordnete dafür haben. Heute möchten wir uns etwas über die Zukunft Europas unterhalten. Die EU-Kommission und das Parlament hat Konferenzen zur Zukunft Europas ins Leben gerufen. Die finden mittlerweile statt und alle EU-Bürger sind aufgefordert, sich daran zu beteiligen. Diese Konferenzen finden regional statt und möchten auch regionale Politiker, aber auch tatsächlich EU-Politiker mit zusammenbringen, um sich auszutauschen über die Belange von uns Europäern. Kommen wir nun zum Interview. Ich habe heute drei Fragen an Damian vorbereitet. Zum einen erst einmal, lieber Damian, welche Erwartungen hast du an die Konferenzen für die Zukunft Europas? Wir müssen diese Konferenz jetzt führen und wirklich auch in den Austausch eintreten, weil die Zukunft Europas kein Seitenthema mehr ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber diese Woche war der polnische Premier hier im Europäischen Parlament und hat ziemlich klar gesagt, dass es ihm total egal ist, was wir denken, und hat auch eben nochmal verteidigt, warum er die europäischen Verträge angegriffen hat. Also die haben über so ein, so ein sehr, sehr abhängiges Gericht tatsächlich eben gesagt, die Verträge gelten nicht ausschließlich für Polen und sie wären gegen die polnische Verfassung. Und das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Das europäische Gesetz zu Asyl wird nicht mehr eingehalten in vielen Ländern. Wir haben grundsätzlich riesige Rechtsstaatlichkeitsprobleme, nicht nur in Polen, aber auch in Ungarn und in einigen anderen Ländern. Und es knirscht und knarzt einfach überall. Und ich glaube, wir müssen mal langsam verstehen, dass wir uns wirklich um diese Europäische Union kümmern müssen und uns überlegen müssen, wie wir die jetzt weiterleben wollen. Weil aus meiner Perspektive ist natürlich total sinnvoll ist zu sagen, hey, die einzelnen Länder in Europa alleine kriegen die überhaupt nichts gebacken. Egal, ob das um Klimawandel, Digitalisierung oder was weiß ich geht. Wir müssen also irgendwie zusammenarbeiten. Und wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir es halt auf eine Art und Weise machen, die funktioniert. Und derzeit, um ganz ehrlich zu sein, funktioniert es nicht so wahnsinnig gut, sondern es knatscht überall. Und das ist auch das, was man vielleicht so Merkel als ihre Legacy dann doch nochmal ankleiden muss, dass sie eben dieses Projekt, also das Projekt Europa, wirklich nicht nach vorne gebracht hat, sondern wahrscheinlich eher dafür gesorgt hat, dass es viele Kräfte gibt, die es jetzt langsam zersetzen können. Ja, das stimmt. Ich habe das auch tatsächlich verfolgt, die Debatte mit dem Mateusz Morawiecki, dem polnischen Premierminister. Und das ist tatsächlich schon beängstigend, was in vielen Teilen unseres Kontinents geschieht. Das stimmt. Und tatsächlich, wie du sagst, es fehlt einfach der Dialog mit den Bürgern. Und diese Konferenz ist tatsächlich ein spannendes Instrument, sich auch neue Ideen für euch als EU-Abgeordnete, als quasi die Entscheidungsträger auf europäischer Ebene, sich tatsächlich auch Ideen der Bürger einzuholen, was deren Ängste direkt sind und das einfach mal auszutauschen. Nächstes Thema, grünere, digitalere und soziale Zukunft Europas. Was denkst du, warum brauchen wir diese Elemente, um im Endeffekt auch eine bessere Zukunft für Europa gewährleisten zu können? Naja, ich meine, es gibt keine Zukunft, ohne dass wir es schaffen, den Klimawandel oder zumindest den menschengemachten Klimawandel wieder einzugrenzen. Das heißt, es muss eine grüne Zukunft sein. Ist auch eine riesige Business Opportunity, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt ja ganz viel Industrie, die sich gerade daraus entwickelt und mit der wir überall in Europa dann tatsächlich auch Vorreiter, also überall in der Welt dann als Europa wirklich Vorreiter sein können. Also da ist es ganz klar, es war auch eigentlich uns allen einhellig klar, dass wir für diesen Wiederaufbaufonds
tatsächlich auch fast 40% für den Kampf gegen den Klimawandel ausgeben müssen. Wir hätten gerne auch noch mehr dafür ausgegeben, aber das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Das ist klar. Bei Digitalisierung ist es genauso. Wenn wir es nicht schaffen, digitale Vorreiter zu werden, dann verpassen wir eine riesige Chance, einfach die Industrie der Zukunft zu gestalten in Europa. Ich habe mich neulich wieder wahnsinnig darüber geärgert, dass Herr Altmaier stolz war, dass er sich einmal im Jahr mit unseren Unicorns in Deutschland trifft. Und ich denke, so wie oft triffst du denn die Autoindustrie? Also die Arbeitgeber der Zukunft liegen auch, nicht nur, aber auch in der digitalen Welt. Und dementsprechend muss es uns ganz klar sein, dass wir hier strategisch investieren müssen als Europa. Also egal, ob es jetzt Halbleiteranlagen sind oder wenn es darum geht zu sagen, wie bauen wir eigentlich die Industriedaten oder wie regulieren wir die Industriedatenrevolution in einer Art und Weise, dass sie nicht dafür sorgt, wie die Konsumentendatenrevolution, dass wir nur ein paar amerikanische Firmen am Ende als Gewinner dastehen haben. Ja? Also hier geht es ganz klar um eine strategische Zielsetzung und strategische Orientierung Europas. Und was war dein dritter Punkt? Grün, digital und? Grün, digital, tatsächlich war es das. Die beiden Punkte waren das. Okay. Stimmt. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Für uns als Gewerkschaft ist natürlich wichtig, da wir Arbeitnehmerinteressen vertreten. Es ist toll, viele schöne Ideen zu haben. Und wir können uns alle eine Zukunft ausmalen. Aber für uns ist wichtig, dass einfach auch die Arbeitnehmer mit abgeholt werden, dass sie mit einbegriffen werden. Genau. Und damit man auch da würde ich dann das als sozial. Genau, das deswegen wäre das, dann wäre das wahrscheinlich das Dritte, was man hinzufügen müsste, immer zu grün, digital noch das Soziale. Ich glaube, genau. Es ist ganz fundamental, dass wir verstehen, dass diese Digitalisierung auch immer wieder Auswirkungen haben wird. Wir müssen auch verstehen, was sozusagen mit der Tragfähigkeit unserer Renten passiert. Also ich meine, es gibt so ganz viele Elemente, wo wir eigentlich in Europa zusammenarbeiten müssen. Ich bin ja ein ganz starker Verfechter von Arbeitsmigration. Mhm. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man das eben aus dem sozialen Aspekt heraus auch betrachtet. Und dass wir hier offene Diskussionen mal haben darüber, wie wir uns das eigentlich vorstellen, ob es irgendwann eine Art von zumindest Minimaleinkommen geben sollte in Europa von überall. So, was passiert eigentlich auch mit diesem Remote Work, wenn wir zusammenwachsen und jetzt irgendwie von überall arbeiten können, dann ist diese ganze Annahme, ich arbeite da, wo ich lebe oder ich lebe da, wo ich arbeite, einfach nicht mehr aktuell und so. Das sind alles so Sachen, da müsste sich Europa mal drauf werfen, weil das gemeinsame Themen sind. Aber derzeit haken wir halt die ganze Zeit daran rum, dass unsere Institutionen eigentlich im Endeffekt zwischenstaatlich sind. Ja, also im Kern ist die EU einfach immer noch so, dass da die einzelnen Regierungschefs miteinander irgendwelche Deals ausfeilschen. Und solange das so ist, werden wir nie so effizient sein, wie wir es eigentlich sein müssten, um genau diese sozialen, digitalen und grünen Fragen zu lösen. Ja, das stimmt. Der gemeinsame Gedanke fehlt leider tatsächlich immer wieder und das fällt immer wieder auf. Kommen wir zu unserer letzten Frage heute. Tatsächlich, da geht es um meine Zielgruppe im Endeffekt, um junge Europäer. Was denkst du, diese Konferenzen zur Zukunft Europas, wie wichtig sind sie für junge Menschen und weswegen sollten wir uns auch als junge Menschen engagieren? Für uns ist ganz klar, wenn man jünger ist, lebt man noch länger auf dieser Welt. Deswegen ist Klimawandel für uns vielleicht relevanter und deswegen ist auch das politische Umfeld, in dem wir uns bewegen, einfach relevanter. Und für mich ist ganz klar, ich hatte irgendwie vor 4 Jahren eben so diese Überlegung, ach, irgendwie dieser ganze Rechtspopulismus geht mir auf die Nerven. So, was mache ich jetzt? Entweder ich lehne mich zurück und sage, ach, keine Ahnung, ich kann ja meine Privatsektorkarriere machen und das passt dann schon alles. Oder ich verstehe, dass ich eben Teil dieser Gesellschaft bin und dass ich zumindest versuchen muss, da was zu verändern. Und das ist so für die Politik insgesamt. Und das wäre deswegen auch mein Aufruf. Das steht vom Sofa auf, werft das Netflix auf die Seite und überlegt euch halt mal, ob ihr irgendwas in dieser Gesellschaft verbessern könnt, indem ihr irgendwie politisch aktiv wird. Werdet, auch wenn es irgendwie vielleicht nervig sein kann oder sich nervig vorstellen kann, aber es geht auf jeden Fall. Und das Gleiche gilt für die Konferenz zur Zukunft Europas. Sich da einzubringen ist deswegen wichtig, weil ich schon, wie ich gesagt habe, Europa oder die EU überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das gerade wird eben an allen Enden und Ecken daran gesägt. Und ich glaube, wir müssen uns irgendwann mal, also irgendwann und sehr bald stehen wir halt vor der Frage, wollen wir dieses Konstrukt retten oder wollen wir zurück in die Nationalstaaten verfallen mit allem, was dann auch schiefgehen wird wieder. Ja? Also ich glaube, das ist einfach eine relevante Frage. Der Brexit ist gerade passiert. Die EU ist nicht so stabil, wie wir uns das vorstellen. Ach, es wird schon irgendwie alles so vor sich hinlaufen, sondern das ist ein Gewebe, das gerade so ein bisschen zerfasert.
Ja, da kann ich dir leider nur recht geben. In den Beobachtungen, die wir so haben, fällt das gerade auf, dass das Gewebe, wie du sagst, immer wieder am Bröckeln und am Wackeln ist. Ich wollte nur noch anhängen, wir hatten letzte Woche gerade bei euch auch in Straßburg das European Youth Event. Das fand zum vierten Mal statt, auch mit vielen Teilnehmern, vielen jungen Menschen. Und es hat auch wieder gezeigt, wir hatten dort auch ein eigenes Panel zu dem Wiederaufbaufonds. Und dort haben wir auch versucht, viele junge Menschen zu aktivieren, zu engagieren. Und man hat gemerkt, dass unsere Generation tatsächlich etwas bewegen möchte. Wir sehen das mit den Fridays for Futures, mit den Movements, mit vielen anderen Bewegungen, wo viele junge Menschen gerade einfach sehen, hey, wir müssen was für die Zukunft tun, weil wenn wir nichts machen, macht es kein anderer für uns im Endeffekt. Und da ist auch hier nochmal kurz zum Ende vielleicht ein Appell tatsächlich an unsere Zuschauer, Abonnenten, junge Leute, engagiert euch. Es kann auch Spaß machen oder es macht wirklich Spaß, etwas zu bewegen, mitzugestalten. Und Damian sitzt da schon am ganz richtigen Hebel. Ich danke dir für deine Zeit heute. Viel Erfolg weiterhin in Straßburg. Und ja, lass dich von solchen Interaktionen wie die Tage von dem polnischen Premierminister nicht ärgern. Weiterhin. Nee, das gibt mir, danke sehr, das gibt mir eher Energie, weil ich weiß, dass wir halt wirklich für die richtigen Sachen kämpfen müssen und das ist auch okay so. Also diese ganzen negativen Dinge, die ich jetzt beschrieben habe, sind ja auch nur ein Teil. Und es ist wichtig, dass man aus dieser ganzen, diesen Erfahrungen dann tatsächlich positive Energie zum Gestalten gewinnt und das ist das, was ich auch versuche und was ich auch jedem raten würde. Danke für deine Zeit, Matthias. Danke dir, Damian. Tschüss. Ciao, ciao.